Hallöchen, Leute. Ich habe hier meinen Atari ST drauf. Ich blende mal den Kommentar ein, um den es jetzt geht. Ihr könnt ja Pause machen und das lesen. Der Fragesteller möchte gerne wissen, mit dem Netzteil, das ist bei ihm durch, wie er das selber mit Hausmitteln wieder hinkriegt oder was da für Spannung kommt. Das muss ich gleich selber gucken. Also 5 Volt und 12 Volt habe ich schon gesehen. Und was dafür RAM drin ist. So, dann gucken wir jetzt hier mal bei mir rein. Ich habe ja glücklicherweise einen 1040. Und Netzteil findet sich da. Da steht auch drauf 5 Volt und 12 Volt. Aber ich habe hier ein paar Leitungen mehr. Ich nehme jetzt noch mal die Tastatur runter. Und RAM-mäßig weiß ich jetzt selbst noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo hier der RAM drauf sitzt. Ich glaube, unter dem Diskettenlaufwerk, ne? Das werde ich dann gleich mal abschrauben. Aber mit dem Netzteil, und das macht ihr mir bitte nicht nach, weil da sind 230 Volt gleich drauf. Brauche ich gar nicht. Das sind 2x5 Volt. So wie es aussieht. Dreimal Masse und einmal 12 Volt. Steht hier, glaube ich, auch drauf 50 Watt, 5 Volt, 3 Ampere, 12 Volt, 1,6 Ampere. Also die Frage schon mal erledigt. Das Netzteil hat 5 Volt, 3 Ampere, 12 Volt, 1,5 Ampere. Wenn du da jetzt so vor dir siehst, ich weiß nicht, wie deiner genau aussieht. Aber der müsste das so haben. Hier ist ein Kabel reingelötet. Das war ich sogar ich selber, so wie es aussieht, weil die Art Kabel habe nur ich gehabt. 2x5 Volt. Das sitzt hier so drauf. 3x Masse, einmal 12 Volt. Da müsstest du das sehen. So, ich gucke mir jetzt gleich mal an, wo der RAM ist. Da unten ist auch noch irgendwas. Wie ist das Netzteil hier? Wie ist das fest? Aha. Ja, da ist der RAM. Da sehe ich das schon. Ich weiß nicht, was du hast. Also bei mir ist der RAM und der Netzteil. MCM 6256 BP. Also 256 KB RAM ist das. 1, 2, 3, 4 mal. 5, 6, 7, 8. Klar. A0, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Beziehungsweise A0 bis 7 in einem rein. Und D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Datenleitung. Das müssten dann 256, 512, 1 MB. Ja, 256 K mal 1. Ja, 256 K mal 1. Also es gehen zwar 7 Adressleitungen rein, aber nur eine Datenleitung raus. Also braucht man da. Frage beantwortet. Netzteil hat 5 Volt, 3 Ampere, 12 Volt, 1,6 Ampere, macht 2 Ampere draus. Also das kriegst du mit Hausmitteln auch hin. Sowas, da gibt es auch, glaube ich, von Meanwell Netzteile für mit 5 und 12 Volt. Die passen hier, glaube ich, auch rein. Musst mal googeln. Atari ST Netzteil Replacement oder sowas. Müsste man vielleicht finden können. Und mit dem RAM musst du da mal gucken. Also ich weiß, dass es auch eine S-Atari-Variante gibt. Ich weiß nur nicht welche. Da kommen die nicht die rein. Das ist ja. Ich weiß nicht, welche Bauform das ist. Da kommen die Dinger rein. Die kleineren. Das hier ist, glaube ich, sogar ein Megabyte-Chip. Ne, 1 MB oder sowas. Ach, was weiß ich. Jedenfalls, da gab es auch ein Atari mit den Dingern drin. Ich glaube, SIM. DIM. Ich weiß nicht, was hier von SIM und was von DIM ist. Davon. Eins von beiden, jedenfalls. SIM oder DIM-RAM kam denn da rein? Also,
habe ich dir die Frage jetzt soweit beantwortet. Hier sind jetzt einmal 256K DRAM-Chips drauf. Netzteil 12 und 5 Volt. Passt. Also mehr braucht man nicht wissen. Der Rest ist erledigt. Das wollte ich auch nur mal für den Kommentator mal sagen. Der fragte mich danach. Und mit deinen anderen ICs, da weiß ich nicht Bescheid. Wenn du sagst, die sind unbeschriftet, also das kann alles Mögliche sein. Da muss man dann gucken. Ja, hier ist der blaue sogar, ja, 12 Volt. Hier ist blau 12 Volt, 5 Volt. Und zweimal ja, fürs Netzteil, fürs Floppy. Aber da gibt's ein Minwell-Netzteil, das passt da auf diesen Träger drauf. Es ist, glaube ich, auch nur so flach hier. Moment. Ich glaube auch nur so flach ungefähr. Das passt da rein. Da gibt's einen Ersatz für. Falls du da Ersatz suchst. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das hier wieder reinkriege. So, so. Jetzt schraube ich den wieder zu. Dann sollte die Frage beantwortet sein. Ich schreibe dir das gleich nochmal unten rein. In den Kommentar. Aber denk mal, den Dings wirst du ja lesen. Dann danke fürs Zugucken und vielleicht hat das dem einen oder anderen ja auch geholfen. Bis dann. Tschüssi.